Hey Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Thrones. Und wir sind hier lustig dabei, die Burg wieder zurückzuerobern und treffen jetzt auch schon wieder auf unseren Mann und werden jetzt mit Grauden reden. Grauden, sagt mir, wie es gelaufen ist. Das war ein Massaker. Es waren viele Männer und sie waren gut bewaffnet. In den Schlafgemächern waren mehr, als wir erwartet hatten. Einige waren sogar schon tot, als wir kamen. Upsi. Kurz gesagt, wir haben alle getötet. Aber ich habe nur noch zwei Männer im kampffähigen Zustand. Sorgen wir dafür, dass es sich lohnt. Tut es. Tut es. So, also gut. Wir haben echt ordentlich Bambule gemacht. Und jetzt werden wir hier Wachskalt machen. Eigentlich möchte ich mich tatsächlich hier noch ein bisschen umsehen. Ich möchte hier das Loot natürlich nicht einfach so rumliegen lassen. Was die Jungs hier im Prinzip erbeutet haben. Das ist jetzt alles meins. gut. Schaut doch aber alles ganz ordentlich aus. War ich da jetzt schon drin? Da muss ich raus. Lasst mich. Ich will meine tote Schwester hier nicht sehen. Okay. Da liegt auch noch Zeug rum. Oh, jede Menge. Wie viel ist das Schwert nochmal? Noch eine Streitaxt. Gut, dann können wir im Prinzip direkt zu Rex gehen. Aber ich möchte vorher tatsächlich nochmal ins Menü gucken. Und zwar würde ich ganz gerne, bevor wir uns mit dem Holzkopf anlegen. Ja, genau. Wir sind ja hier im Mors-Auftrag. Also ich fühle mich zumindest so. Auch wenn der ein bisschen schlechter ist von Werten. Das ist eine geile anarchistische Kombination. Blutsucher, Rock an, von denen, die wir jetzt die ganze Zeit ausgerottet haben. Und Morshelm. Also für mich ist das Morshelm. So, wo ist denn der Pimmelkopf? Alle deine Männer sind tot, Vex. Jetzt bist du dran. Du? Unmöglich. Bitte deine Götter, wer sie auch sind, deine Seele zu retten. Es wird nicht mehr lange dauern, bis du vor ihnen stehst. Sicher aber auch so. Okay, let's rumble. Wir machen uns erstmal ein Feuerchen. Ist klar, ne? Als nächstes schmeißen wir mal hier jemanden Dreck in die Fresse und dann ein bisschen einfach rumknüppeln. Rümer, du gehst mal bitte erstmal auf den Armbrustschützen. Den will ich nämlich erstmal wirklich weghaben, den Jungen. So. Du machst hier einen abschreckenden Schlag. Rümann, wo bist du? Ah, du hängst noch an dem. Jetzt mach platt. Mensch, jetzt Kinder. So, nee. Rümann, du gehst jetzt auf den Boss. Wo ist ein Rex? Ja, ich sehe es schlecht. Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe das schlecht. Ich glaube, das ist Rex. Ja, ist er. Kann man Dreck in die Fresse machen? Nein, geht gerade nicht. Alistair, kannst du schon irgendwie was? Nein, geht immer noch nicht. Ach, verdammt. Daran eben Standardschläge. Römer, du haust mal wieder Betäubungsschlag rein. Das sah doch super aus. Wunderbar. Das hat doch geklappt. Den hätte ich gern noch etwas länger leiden sehen. Mir hat's gereicht. Wir haben noch eine ganze Stadt zu retten und keine Zeit für dieses Ungeziefer. Jetzt, da wir die Burg eingenommen haben, sollte der Rest ein Kinderspiel sein. Versammle die Offiziere in der großen Halle. Wir müssen unsere nächsten Schritte planen. So gut wie erledigt. Aber mit Verlaub, du solltest nicht mehr dieses abscheuliche Siegel tragen, Alistair. Ist ja eigentlich richtig. Fältchen. Hat er was Schönes dabei, ich hoff's. Drescher, ja. Ist leider eine Hiebwaffe, da sind wir nun echt nicht geschult drauf. Aber mal angucken, kann man sich das wirklich... Haut natürlich gut rein, bloß blöd, dass wir da echt nicht drauf geschult sind.
Was haben wir denn an mittlerer Rüstung noch? Lordstahlkettenhemd. Ja, das ist nur unwesentlich schlechter. Das können wir machen. Ansonsten haben wir leider wirklich nichts, was so richtig passt. Na gut. Okay. Ich kick mal kurz auf die Karte. Ich glaube, da gehen wir über den Geheimgang raus. Werden wir gleich wissen. Oder ist... Ach nee, wir gehen zum Maester. Ich erzähle wieder eine Grütze. So, Harwin, was hast du zu sagen? Gut gemacht, Alistair. Dank eurer Hilfe haben unsere Männer die Burg leicht einnehmen können. Das sehe ich auch so. Jetzt müssen wir noch die Stadt zurückerobern. Wie ist es um unsere Truppen bestellt, Harwin? Haus Brax und einige unserer Vasallen haben uns Männer geschickt, nachdem ich es gefordert hatte. Also haben wir einen Trupp Bogenschützen, einen weiteren mit Pikenieren und einige Getreue aus der Bevölkerung haben selbst zu den Waffen gegriffen. So muss das. Sie sind zwar keine richtigen Krieger, aber sie könnten sich als nützlich erweisen. Wir müssen uns organisieren. Es hängt alles davon ab, wie wir diese Männer aufstellen. Wir müssen uns besonders damit befassen, wo wir die einzelnen Gruppen in Stellung bringen. Jetzt wird's strategisch. Schauen wir uns die Lage in der Stadt an. Meine Männer draußen sagen mir, dass die meisten von Valars Reitern sich im Herzen der Stadt befinden. Auf dem großen Handwerksplatz. Der Marktplatz ist von hohen Gebäuden umgeben, die wir zu unserem Vorteil nutzen könnten. Vielleicht. Auf jeden Fall wird es eine erbitterte Schlacht. Dafür werde ich persönlich sorgen. Wir haben auch ein paar Söldner am Hafen im Norden gesehen. Wir werden den Hafen und jedes Boot, das wir dort finden, brauchen, wenn wir die Menschen nach den Kämpfen evakuieren wollen. Das ist wahr. John, geh dorthin und nimm ein paar Männer mit. Bringt so viele Verletzte wie möglich flussabwärts, während wir versuchen, die Situation hier unter Kontrolle zu bringen. Verstanden, Hauptmann. Der letzte strategische Punkt ist das Haupttor der Stadt im Osten. Dort wird der Feind versuchen zu entkommen, wenn er in Bedrängnis gerät. Sollen sie es nur versuchen. Die Sicht ist dort nicht die beste. Aber dennoch kann man sich dort gut verteidigen, wenn man es richtig anstellt. Grauden, du wirst dich darum kümmern. Ich zähle darauf, dass ihr standhaft seid, falls sie dort angreifen. Sie werden nichts mehr zu verlieren haben. Verstanden. Na gut, dann haben sie es selber gelöst. Gut. Hätte ich die andere Option gemacht, hätte ich mir selber aussuchen können, welche Truppe ich wohin schicke. Es ist wichtig, jede Gruppe dorthin zu schicken, wo sie am wirksamsten ist. Um das klarzustellen, Rühmann führt den zentralen Angriff, John kümmert sich um den Hafen und Grauden um das Tor. Jetzt müssen wir die Truppen aufteilen. Wer übernimmt mit mir den zentralen Angriff? Ich würde einfach mal sagen, die Bogenschützen, die haben was von erhöhter Stellung gesagt. Die können dann die Pfeile wirklich niederprasseln lassen am Marktplatz. Am besten die Bogenschützen. Ihr könnt leicht die Dächer der Gebäude am Platz zu eurem Vorteil nutzen. Sie werden sich nicht gegen eure Pfeile zu schützen wissen. Jetzt zu John. Wer geht mit ihm zum Hafen? Da werde ich definitiv die Pikeniere schicken. Die können dann die Leute auf den Booten in Schach halten. John könnte mit der Evakuierung beginnen und dafür die Pikeniere gut gebrauchen. Die Dorfbewohner zu beschützen ist unsere vorrangige Aufgabe. Wenn du erfolgreich bist, John, wird die Armee von Flussrad noch einen weiteren Offizier in ihren Reihen haben. Das garantiere ich. Und mit Grauden gehe ich mit den bewaffneten Dorfbewohnern auf die Rester los, die fliehen wollen. Die sollen auch ihre Rache kriegen und ich hoffe, dass das für die Antrieb genug ist. Und du, Grauden, du wirst mit den bewaffneten Dorfbewohnern gehen. Es bringt nichts, all unsere Kräfte am Tor zu verschwenden. Verstanden. Grauden, John, was auch immer passiert. Flussrad wird eure Namen nie vergessen. Machen wir uns auf den Weg. Möge Rolor im Kampf über uns wachen. Ja, das kriegen wir schon gebacken. Sieg, Milord! Flussrad befindet sich wieder in den Händen der Sawicks. Glückwunsch! Rühmann hat mit seinen Bogenschützen ausgezeichnete Arbeit geleistet. Es war eine gute Entscheidung, sie ihm zu unterstellen. Sie haben die Söldner mit Pfeilen durchlöchert. Das war ein wahres Massaker. Und sie haben nur geringe Verluste erlitten. Leider ist die Stadt nicht unbeschadet davongekommen. Graunen hat dafür gesorgt, dass nicht ein einziger Feind entkommt. Aber er hat viele Dorfbewohner verloren. Es war fast zu erwarten. Zu wenig Kampferfahrung für solch eine entscheidende Schlacht. Am Ende konnten wir viele nicht retten. Die Dinge hätten ganz anders laufen können. Wir haben getan, was in unserer Macht stand.
Was auch immer geschieht, das Schlimmste liegt jetzt hinter uns. Aber es gibt noch viel zu tun. Wir werden die Stadt bald in ihrem alten Glanz erstrahlen lassen. Da bin ich mir sicher. Und alles dank euch. Jetzt ist nicht die Zeit, um zu jubeln. Die Stadt trägt Trauer. Und die Menschen müssen ihre Verstorbenen zu Grabe tragen. Habt ihr eurer Schwester noch nicht die Ehre erwiesen? Eliana war nicht die Einzige, die Blut für Flussrad vergossen hat. Ich habe heute einen Freund verloren. Und jetzt muss ich seine Seele zu Rolor geleiten. Bitte entschuldigt mich. So, dann gehen wir mal los und erweisen Mors unsere letzte Ehre. Der letzte Gang schweren Schrittes zu verabschieden. Einen Freund. Ja, es ist nicht sauber vonstatten gegangen, aber liegen Adlige wie bürgerliche Dorfbewohner. Der Krieg schont keinen, egal welchen Standes. Ja, ich gehe bewusst jetzt an jedem hier vorbei. Haben alle für Flussrand gekämpft und ich habe ein bisschen Kloß im Hals. Aber trotzdem gehen wir jetzt zu unserem Freund. Der sich Valar gestellt hat und leider dabei verlor. Ich habe diese Szene schon 3 oder 4 Mal gesehen. Ich kriege immer noch Gänsehaut. Tja, Leute, rote Priester können sowas. Und er kann es sogar besser als die rote Frau in der Serie. Wenn auch unbewusst, hat es Alistair geschafft, Mors wieder ins Leben zu holen. Mit eigentlich diesem rituellen Abschiedskuss. Ich verstehe das nicht, Alistair. Du hast gesagt, dass du die Stadt wieder aus den Händen der Blutsucher befreit hast. Aber wo ist Valar? Ich habe es dir schon gesagt. Er ist vor einer Weile verschwunden. Wir erlangten die Kontrolle wieder, nachdem er verschwunden war. Aber alle waren tot, oder? Nicht alle. Lass mich erklären. Jetzt bist du im Bilde. Es wird lange dauern, bis die Wunden von Flussrad wieder verheilt sind. Es freut mich, dass du dein Land zurückgewonnen hast. Aber Flussrad interessiert mich im Moment nicht. Ich will Valars Kopf. Dieser Abschaum hat sie getötet, verstehst du mich, Alistair? Er hat meine Familie getötet und darüber gelacht. Beruhige dich, Mors. Mich beruhigen? Ich werde diesem Bastard bei lebendigem Leibe die Haut abziehen. Ich schneide ihm die Eingeweide heraus und fresse sie vor seinen eigenen Augen auf. Bei der Flamme beruhige dich. Du bist nicht der Einzige, der etwas verloren hat.
Valar hat meine Schwester vor meinen eigenen Augen ermordet. Er hat mein Volk geschunden. Ich will ihn genauso wie du tot wissen. Aber wir müssen klar denken, oder wir werden nichts erreichen. Wo ist der Bastard, Alistair? Antworte mir! Er ist gegangen und sucht nach Jenna. Er belagert Burgholz, um sie gefangen zu nehmen. Was? Woher weiß er, dass sie dort ist? Valar hat damit gedroht, meine Schwester umzubringen, Mors. Und du hast es ihm gesagt? Valar wollte sie töten. Nach Gavens Tod konnte ich die Vorstellung, Illyana auch zu verlieren, nicht ertragen. Und du hast geglaubt, dass er ihr nichts antun würde? Ist schwach geworden, Alistair. Schwach und naiv. Ich musste alles versuchen, um sie zu retten. Es ist zu spät für Reue. Aber ich werde nicht zulassen, dass Valar Jenna in die Finger bekommt. Du musst mir helfen, sie zu retten. Sofort! Ich folge dir, Mors. Aber es bleibt nur noch wenig Zeit. Das Kind wird bald zur Welt kommen. Wer weiß, was Harton der Mutter antun wird, wenn das Kind erst einmal geboren wurde. Ich glaube nicht, dass er ihr Schaden zufügen wird. Sie ist zu wertvoll. Aber wir sollten dennoch kein Risiko eingehen. Wir werden sie retten, bevor es dazu kommt. Und wir nutzen die Gelegenheit, um uns zu rächen. Hab keine Angst, alter Bruder. Valar und Harton haben uns unsere Familie genommen und wir werden uns gemeinsam rächen. Ich gebe dir mein Wort. Allerdings wird es nicht ganz einfach sein, in Haraltons Burg zu gelangen. Mein Hund ist bei Jenna geblieben, als wir aus der Burg geflüchtet sind. Ich weiß, dass er noch am Leben ist. Es wird ein leichtes sein, das Mädchen aufzuspüren, sobald wir ihn wiedergefunden haben. Das wäre in der Tat sehr hilfreich. Was wissen wir über Burgholz? Von dem, was ich bei meinem Aufenthalt dort erkennen konnte, gibt es Verliese, den Wachturm und die Burg selbst. Dort halten sie Jenna gefangen. Die Festungsmauern sind sehr hoch und einfach zu verteidigen. Valar wird viele Männer brauchen, um Hartons Verteidigungslinien durchbrechen zu können. Du hast recht. Valar wird sich auf die Tore konzentrieren und Belagerungsgeräte verwenden, um die Verteidigung zu schwächen. Vor allem, weil die Festung direkt am Ufer des Schwarzwassers gebaut wurde. Der Fluss schützt ihre Flanken. Aber natürlich, das ist unsere Chance. Wie meinst du das? Als ich in Burgholz war, ist mir aufgefallen, dass der Turm, der Zugang zu den Zellen hat, über eine schwimmende Brücke direkt mit dem Fluss verbunden ist. Aber dieses Tor wurde gebaut, um Angriffen standzuhalten. Es gibt fast keine Möglichkeit, es zu durchbrechen. Das wird kein Problem sein. Als ich geflohen bin, habe ich die Schlüssel zu den Verliesen mitgenommen, als Alessandra Wache hatte. Wir werden die Burg auf diese Weise betreten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir brauchen ein Boot und einen Mann, der es bei Nacht fahren kann. Ich kenne genau den Richtigen. Gehen wir zum Hafen. Lord Alistair, bitte wartet. Ich flehe euch an. Die Bevölkerung von Flussrad braucht euch. Ihr müsst euch an sie wenden und eine Totenwache organisieren. Auch wenn die Krone euren Titel nicht anerkennt, so seid ihr für die Menschen bereits der neue Lord. Das Volk kann warten, Harwin. Ich muss sofort gehen. Gehen? Menschen wurden niedergemetzelt und ihr wollt gehen? Was denkt ihr euch dabei? Ich muss nach Burgholz aufbrechen und Harlton so schnell wie möglich aufhalten. Der verrückte alte Mann hat meinen Vater und Gavin ermordet und plant eine Verschwörung gegen die Krone. Wir müssen ihn aufhalten, für das Wohl von Flussrad und unser eigenes. Und ihr habt vor, das allein zu tun? Nein, Mors begleitet mich. Das ist doch Wahnsinn, Milord. Zwei gegen Harton und seine Armee? Das ist viel zu gefährlich. Es ist ein Risiko, das wir eingehen müssen. Wir werden uns den Angriff von Valar zunutze machen, um uns unauffällig in die Burg einzuschleusen. Das ist unsere einzige Chance. Deshalb muss ich mich sofort auf den Weg machen. Bitte seid vorsichtig, Lord Alistair. Flussrad braucht euch. Vertraut mir, Harwin. Okay, wir haben Mors ins Leben wieder zurückgeholt. Und ich muss sagen, gleichzeitig ist diese Szene, die da passiert ist, eine der absoluten Stärken und gleichzeitig eine der absoluten Schwächen des Spiels. Ich fand die Szene als solches richtig, richtig geil. Aber dann die Folgeszene, die stehen beide wieder voneinander und streiten sich erstmal wieder. Nicht hier, dass Alistair denkt, dass er so viel Kraft hat. Oder Mors denkt, ja wie, ich lebe wieder oder sowas. Versteht ihr, was ich meine? Das hätten sie ein bisschen anders ausformulieren können. Also wenigstens, dass Alistair erstaunt über seine eigene Macht wäre. Und Mors eben, ich meine, er sieht immer noch aus wie eine wandelnde Leiche.
von dem Aspekt her sag ich, geile Szene, aber die hätten den Übergang denn zur Folgeszene ein bisschen besser machen können. Gut. Trotzdem schön, also ich habe trotzdem Gänsehaut gehabt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr seid beim nächsten Part auch wieder mit dabei. Ich bin der L. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Ciao.